Was ist passiert? Abu Bakr und Umar waren in Anwesenheit des Propheten Muhammad s.a.w. Und dann ist eine Gruppe gekommen. Dann sagte Abu Bakr als Empfehlung zum Propheten Muhammad s.a.w., nimm dir diese Person und lass ihn sozusagen führen oder eine Aufgabe geben. Dann hat Umar einen anderen vorgeschlagen, den der Prophet Muhammad s.a.w. nehmen sollte als Person oder als Führung. Und dann kam es ein kleiner Streit zwischen Abu Bakr und Umar, bis sich die Stimme von beiden erhoben hat in Anwesenheit des Propheten Muhammad s.a.w. Dann ist dieser Vers herabgesandt worden. O ihr Gläubigen, erhebt nicht eure Stimme gegenüber dem Propheten. Aber hier, lasst uns ein Beispiel nehmen an die Sahaba. Wie sie die Verse, die frisch gekommen sind, praktiziert haben. Umar radiallahu anhu, nachdem dieser Vers herabgesandt worden ist, hat man ihn niemals wieder gehört, dass er seine Stimme erhebt gegenüber dem Propheten. Im Gegenteil, hat er immer in seiner Anwesenheit so leise geredet, dass wenn er was gesagt hat, brauchte man ihn zu sagen, was hast du gesagt? Dass man ihn sozusagen um Verständnis bittet für das, was er gesagt hat. So war die Lage der Sahaba, wie die schnell auf Allah gehört haben, auf seinen Befehl reagiert haben, wie sie dem Verbot ernst genommen haben. Und ein anderer Sahabi, der hatte von sich aus eine laute Stimme. Und unterschiedlich sind die Menschen. Manche haben laute Stimmen von Grund auf, manche haben leise Stimmen. Manche können ihre Stimmen senken, manche reden einfach so, die können nicht dafür, da ist einfach die Stimme laut. Und dieser Sahabi Thabit ibn Qais hatte eine laute Stimme gehabt. Der hat jetzt diesen Vers gehört. Und er wusste, dass er der lauteste von den Sahaba gewesen war, der auch in Anwesenheit des Propheten Muhammad gesprochen hat. Als er diesen Vers gehört hat, ist er nach Hause gegangen und war traurig. Weil am Ende von diesem Vers kommt, nicht, dass eure Taten zunichte gehen, ohne dass ihr es wisst. Da hat er Angst gehabt. Und hat er gedacht, er hat schon verloren. Weil seine Stimme war die lauteste Stimme in Anwesenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und ist zu Hause geblieben. Bis dann der Prophet Muhammad s.a.w. nach ihm fragt, wo ist Thabit? Dann sagt Sa'ad, ich gehe und höre mich um, was mit ihm ist. Dann hat er ihm gesagt, was seine Kummer ist und dass er dachte, dass er einer von den Leuten des Höllenfeuers ist und dass seine Taten zunichte gegangen sind, weil seine Stimme laut war in Anwesenheit des Propheten. Dann kam Sa'ad zum Propheten Muhammad s.a.w. zurück und hat ihm gesagt, so und so hat er gesagt. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehr zu ihm zurück und sag ihm, du bist von Leuten des Paradies. Und Ahlul Jannah, sagten die Sahaba, und wir haben ihn unter uns, ein Lebender, der zu den Leuten des Paradies gehört, gesehen.